Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Titanfall Beta. Wir spielen den Spielmodus Attrition, also stinknormales Team Deathmatch. So, und man darf natürlich jetzt nicht zu viel von mir erwarten. Ich bin ja noch absoluter Newbie, was das Spiel angeht. Also ich kann auch nicht besonders viel. Ich habe jetzt gerade mal ein einziges Match gezockt, um das Ganze auszuprobieren. Und naja, jetzt erstmal ein paar allgemeine Sachen zu Scheiße. Titanfall natürlich. Und zwar, das ist der neueste Shooter von EA. So, ich guck mal, das ist ja hoch. Ah, ich komme da nicht hoch, Mist. So, ja, neueste Shooter von EA. Ich komme kaum zum Reden. Oh, Dreck, ey. Und der mit dem Jumpkick auch noch gekillt. Ja, ihr seht, das Game geht ganz schön ab. Also es ist schon ein bisschen im Stile CODs, muss man ja sagen. Ja, aber worum geht's? Es ist eigentlich ein Shooter wie jeder andere. Nur hat er ein paar Aspekte, die für einen Shooter jetzt nicht unbedingt üblich sind, sage ich jetzt mal. Dazu gehört zum Beispiel, dass man sich hier irre weit bewegen kann. Dass das Ganze hier kein reiner Multiplayer oder Singleplayer ist, sondern dass es hier überall im ganzen Spiel sowohl KI als auch Online-Spieler gibt. Also sprich, wir kämpfen hier gegen sogenannte Grunts. Und Grunts sind eben... Boah, scheiße. Nicht scheiße, sondern... Ja, der ist tot. So. Titans sind riesige Roboter, wie ihr da gerade einen laufen gesehen habt. So, und den rufen wir jetzt auch gleich mal. Wir können das nämlich gleich machen. Ihr seht rechts unten die Anzeige. So. Wow, scheiße. Ich liebe diese Klasse einfach. Also wir spielen als normaler Soldat quasi. So, Titan. So. Und rein da. Auf geht's. Und jetzt geht die Post nämlich hier ab. Was? Enemy Pilot? Ah, ich sehe ihn. Alter, der zockt mir halt direkt aufs Live. Was ist denn hier los? So, und wir können hier zum Beispiel mit diesem Schild... Boah, Alter, mein Titan ist schon Schrott. Krass. Also da hat irgendeiner wieder üble Waffen. Ja, das ist schon krass manchmal. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den da unten vielleicht erledigen können. Ich glaube, der ist schon Schrott, okay. Aber da vorne sehe ich noch einen feindlichen Titan. Shit. Hat nicht gesessen. So, dann gucken wir mal, dass wir hier hochkommen. So. Und wie gesagt, wir spielen jetzt gerade quasi den Anfangsmode. Nämlich Nutrition. Attrition. Nutrition. Und das ist quasi einfach nur ein normales Team-Deathmatch. Das heißt, für Leute, die neu in dem Spiel sind, mehr oder weniger. Es gibt auch noch zum Beispiel so eine Art Titan-Deathmatch. Das heißt, jeder hat nur ein Life und jeder spielt mit einem Titan. Das werden wir uns natürlich alles noch geben. Aber da wir uns momentan in der Beta befinden, mache ich mal die Videos vorsichtshalber nicht so lang. Man weiß ja nie. Eigentlich ist es natürlich erlaubt von dem... Wow, das war gut. Natürlich ist es erlaubt von dem... von der Beta-Phase jetzt Videos zu machen, was natürlich echt eine Seltenheit ist für Beta-Phasen. Deswegen bin ich echt froh, dass es geht. Boah, shit. Der hat mich weggerotzt. Krass. Okay, wir spawnen gerade wieder. So, und da sieht man auch schon, das sind Grunts überall. So, und wir müssen immer wieder Punkte machen. Also wir sehen rechts unten unseren Timer, bis wir unseren nächsten Titan rufen können. Und, das dauert natürlich immer eine gewisse Weile, aber je mehr Punkte wir machen, desto schneller können wir wieder einen rufen. So, und jetzt rufe ich gerade mal wieder meinen. Komm. Da kommt er. Und rein da. Auf geht's. So, krass ist zum Beispiel, wenn man einfach aus dem Titan aussteigt, kann man dem zum Beispiel auch Befehle geben. Das heißt, der läuft dann quasi als im Automodus läuft er dann rum. So, und da versuche ich jetzt gerade mal, dass ich hier... Oh, sieh mal einen an. Da ist ein Spectre. Da haben wir einen feindlichen Titan. So. Oh, das war schlecht.
Und raus damit. Also ihr seht schon, das Spiel geht ultra ab und so ein Titan ist nicht unbedingt eine Garantie für einen Sieg. Aber auf jeden Fall sind die Dinger ultra geil. Feuer. Zack, getroffen. So sieht's aus. Das Krasse ist halt echt auch die Bewegungsfreiheit, die man hat. Zum Beispiel die Grunts, also diese KI-Einheiten, die können zum Beispiel nicht auf Dächer, die können auch nicht in Titans einsteigen. Das können alles nur Spieler. Und finde ich eigentlich ganz geil gemacht. Viele beschweren sich ja darüber, dass sie lieber einen reinen Multiplayer gehabt hätten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es so eigentlich ganz geil. So macht man zumindest ein paar Punkte. Auch wenn man jetzt nicht so gut im Spiel ist, weil gegen so Leute, die das jetzt schon seit Ewigkeiten, also seit ganz Beginn der Beta zocken, gegen die hat man da echt gar keine Chance. Jawohl, getroffen. Titan ist ready. Und der Titan da hinten ist fast Schrott. Vielleicht erwische ich den sogar noch. Ich guck mal. Ich weiß nicht, wie groß die Range ist von der Rakete. Schade. Hätte klappen können. Oh, ich hab beschossen. So, ich kämpfe jetzt hier aber mal nicht. Ich rufe mir jetzt gleich einen Titan. Wobei, da unten sind gerade so ein Haufen Feinde. So, die versuche ich jetzt gerade mal noch wegzukriegen hier. Jawohl! Erwischt! Titan zerstört. Nice. Und ihr seht auch schon, die Titans, die machen eine Explosion. Das ist nicht mehr normal, wenn die hochgehen. Boah, da unten sind so viele feindliche Titans. Das ist krass. Ich gucke jetzt mal, dass ich hier ein bisschen die Titans schwäche. Feuer. So, Gott sei Dank haben wir so viel Munition für die Waffe. Ist ja aber auch absichtlich gemacht. Man muss ja auch irgendwie mit der Infanterie gegen die Titans ankommen können. Sonst hat man ja gar keine Chance. So, komm schon. Jawohl, schon wieder zerstört. So funktioniert das Ganze. Titan ist ready. Wow, und ich werde beschossen. Und der hat mich erwischt. Ah, da kam einer hoch. Der hat sich ja... Alter, das war der Pilot von dem anderen. Wie krass ist das denn? So, und auf geht's. Und der Titan... Oh, wir haben verloren. Wir müssen evakuieren. So, Epilog. Get to the Dropship. Das Dropship ist da hinten. Die Grunts decken uns jetzt hier. Oh, der Typ ist rausgesprungen. Den erwische ich jetzt nicht mehr. Den lasse ich jetzt auch einfach mal. Ah, doch, da ist er. Nice. Guter Jump. Muss man ehrlich sein, ne? Wo ist denn das verdammte Dropship? Das ist da oben, ne? Komm, ich will hier raus. So, komm. Auf geht's. Jo, ich bin drin. Oh, ein feindlicher Grunt. So, und jetzt müssen wir hier noch rausballern und gucken, dass... Boah, scheiße, ein Titan beschießt uns, glaube ich. Ich kann da nicht rausschießen. Ich hoffe, wir schaffen es. Ja, wir haben es geschafft. Haha. Gut, wir haben verloren, aber wir sind immerhin entkommen. Deswegen kriegen wir noch ein paar Punkte dazu. Nice. Nice, nice. Und wir sind sogar Erster bei uns. Wir sind nur viermal gestorben und haben 11 Minions, 4 Piloten und 3 Titans zerstört. Nice. Ich bin vielleicht doch besser in dem Spiel, als ich gedacht habe. So, und hier sieht man jetzt nochmal schön die Übersicht. Wir sind jetzt Level 3. Das sollte jetzt gleich hochgehen, die Leiste. So, sehr geil. So, und an der Stelle mache ich mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Match. Oh, New Titan Loadout. Artillery, geil. Naja, wir sehen uns dann, wie gesagt, gleich wieder im nächsten Match zu Titanfall Beta. Bis dahin und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.